Hallo, ich grüße euch. Heute gibt's wieder eine neue Sendung mit mir unter dem Motto Just come and shake, it's easy to bake. Ich bin heute nicht alleine und zwar habe ich wieder einen neuen Stargast bei mir und zwar ist es Lily Logan. Ihr kennt sie sicher von YouTube mit ihren schmutzigen Videos und ich bin mal gespannt, wie schmutzig sie wohl heute ist. Ich klatsche sie mal herbei. Hallo, hier bin ich auch schon. Hallo, liebe Dana. Hey, Lily. Also ich freue mich ja an deiner Big Küche hier zu sein. Die Farben sind ja fantastisch. Es wirkt ja einfach alles viel größer. Zum Glück bin ich nicht so dick und passe hier rein. Ja, super. Danke für deine Einladung. Ich freue mich auch, dass du da bist und ich bin gespannt auf dein Rezept heute. Da kann sie gespannt sein. Das habe ich früher jede Woche gemacht. Man sieht, ich bin noch top schlank. Ich habe für euch mitgebracht eine Walnuss Mokka-Rolle. Rolle hört sich ja immer ganz gut an. Naja, hauptsache hier die Rolle nicht, ne? So, wir fangen an, würde ich sagen. Ich kenne ja das Rezept jetzt auch. Ich habe es ja hier auch vor mir. Ich kann es ja auch ablesen. Dann geht es los mit 3 Eiern, 120 Gramm Zucker und ein Eiweiß. Und zwar schlagen wir schon mal die Eier rein. Soll ich dir helfen? Ja. Habt es ja schon lange nicht mehr gemacht. Ein Ei aufgeschlagen. Oh, Scheiße. Es funktioniert. Warte, bei mir nicht. Doch. So, und Zucker, und zwar 120 Gramm. Das haben wir natürlich alles schon vorher. Ja. Die genauen Zutaten könnt ihr natürlich dann auch in meinem Blog noch nachlesen. So, das wird erstmal quirlig geschlagen. Ich habe hier heute meinen Retro-Mixer. Das wird erstmal quirlig. Aber ganz schön leise, das Ding. Das ist erst die erste Stufe. Ich hatte mit der Hand in meiner Hand. Ich konnte mir sowas nicht leisten. So, erstmal quirlig schlagen. Geht's ab, oh, ja. Darf ich das mal? Ja, es fühlt sich toll an. Oh. Probier mal. Wow, amazing. Das ist was ganz anderes, als mit der Hand zu schlagen, ne? Na, ich hab hier auch schon echt. Mit der rechten Liste. Ja. Ich hab hier wirklich jedes Wochenende gemacht. Das ist natürlich reichen. Ja, du kannst auf kleiner Stufe noch weitermachen. Jetzt kommt noch ein Eiweiß rein. Ich habe was ganz Tolles gelernt, wie man Eigelb und Eiweiß miteinander trennt. Das möchte ich sehen. Und zwar braucht man 2 Schalen. Noch ein bisschen Platz hier. Und ihr könnt so eine Pepsi-Flasche nehmen oder eine Wasserflasche. Ich habe jetzt hier mein Agavensirup-Ding. Ist selbst noch gut, wenn es leer ist. Und zwar möchte ich dieses Luft einziehen. Ja, werde ich euch einen ganz tollen Trick zeigen. So, das Ei vorsichtig aufschlagen, damit das Eigelb nicht beschädigt wird. Mal kurz hier anschlagen. Na, das sieht ja schon mal rosig aus. Das Eigelb mit dem Eiweiß ist jetzt in der Schale. Und jetzt komme ich mit meinem Agavensaugmaschine an das Eigelb einsetzen und vorher einmal ein bisschen drücken, dass ein bisschen Luft drin ist. Und dann ansetzen. Und loslassen. Wow. Ja. Und wieder. Ist und schon ja ist das Eigelb getrennt. So, jetzt haben wir das Eiweiß getrennt. Und das kommt jetzt mit rein. Einfach schon mal anmachen, meine Liebe. Yes. Oh, hau rein. Du, ich esse ein bisschen Teil. Langsam Gas geben. Wow. Das ist echt geil. Das Eigelb kann man sich ja noch in die Haare schmieren. Das gibt eine super Haarkur. Also deine Spitzen können auch mal wieder ein bisschen. Entschuldigung mal bitte. Ich war gerade beim Friseur. Ja. Aber beim Schlechten würde ich sagen. Nein, nein, es ist alles fantastisch. Boah, hey, aber mega ab, meine Güte, so werde ich schneller fertig als geplant. Und jetzt machen wir gleich Instant-Kaffee rein. Ein Esslöffel, meine liebe Dana. Super, alles schön vorbereitet. Mit Wasser. Das ist schon gekochtes Wasser hier. Das kommt mit rein, ja? Ja. Gut. Hau rein. Was kommt noch mit rein? So, danach machst du 75 Gramm Mehl. Ja, das hat man auch hier. Ich sag mal vorsichtig drin, nicht, dass ich weiß, ich die Sicht danach habe. Ich bin schon gepudert. Ja, ja, und dann machst du bitte noch 30 Gramm gehackte Walnüsse klein. Aber rein, so bin ich hier. Ja. Das hast du ja von schön Kini gekloppt, habe ich doch gesehen. Meine Arbeit, sag ich euch. So, hau rein. Schon fertig. Oh, es riecht schon so lecker. Oh, ich kann es wirklich kaum abwarten. Aber können wir gleich noch einen machen danach? Für nächste Woche ist hier ein. Ja, wir backen ja auch Vorrat. So, das ist
vermengen wir erstmal richtig geil optimal. Oder geht's zum Blästchen? Ja, das ist richtig heiß. Oh, meine Rindschienen. So, jetzt tut mir einfach meine Arme weh. So, meine Liebe, hast du jetzt hier oben mal irgendwie was drin machen? Ich denke, aufs Backblech, ne? Ja, was ist denn das? Dann kipp mal den Teig da rein. Das war ja schon flüssig. Naja, aber ich hab ja mit der Hand geschlagen, das ist ja alles hier ein bisschen flüssiger. Riecht aber richtig toll. Ich, das riecht toll. So, das kommt jetzt in den Ofen, denke ich mal. Ja, auf 200 Grad. Ja. 12 bis 15 Minuten backen. Gut, so, dann bis gleich. So. Kann ich vergessen. Warte mal, den hier aufessen. Ich merke selber, komm da ja nicht ran, ich bin viel zu klein. In der Zwischenzeit wird der Teig hier gebacken und wir gönnen uns erstmal ein Erdbeerlein. Yes. Komm schon. Cheerio! Auf Ex. Oh. Oh, das ist so geil. So, meine Lieben, und in der Zwischenzeit machen wir die geile Füllung. So, dann nehmen wir einfach mal Sahne, meine liebe Dana. Dann nehmen wir Puderzucker. Und einen Teelöffel Kakao. Eier. Hab ich auch schon hier. Dann pack mal hin. Und das Ganze werden wir nachher schön steif schlagen. Du weißt ja, wie das ist. Ja. Lieb den steif. Ja, steif gesagt. Spricht deine Küche oder was? Ja, ja. Die Wände können reden. So, alles rein. So, dann machen wir mal zuerst die Sahne. Das kannst du alles ja so nicht offen mit deinen Nähe. Ich bin in der Schule Hauswirtschaft, ich weiß, was ich mache. So, Rinder. Ja, damit. Das ist auch alles drin. Ja, ja, immer Rinder mit. Kannst du mal dein schönes Buschgerät benutzen. Einen zarten Rosa gehalten. Ich halte fest, Ali, geht das nicht. Weißt du, was ein Trick ist? Dass du mir wegrutscht? Weißt du noch? Das ist nicht wegrutscht? Ja. Nee. Dann machst du einfach ein feuchtes Geschirr und ja. Und jetzt spritzt so ein bisschen. Ja, die Sahne muss spritzen. Spritzt aber wirklich. Jetzt habe ich den großen Busen lassen. Sag mal, wir zeigen das mal unseren YouTube-Zuschauern. Ja, muss das noch steifer? Ein bisschen. Na dann. Hau rein, die Tasten. Ja. Lass uns nicht im Stich, Bosch. Oh, jetzt machst du mal die Tasten. Und ich bin ab, Scheiße. Mach voll Spaß. Sahnenschlag. Willst du mal ein bisschen spitzen? Ja. Aber die Sahne passt gut zu deinem super neuen Kleid. Ja. Wow. Oh, jetzt geht auch mir ein Schlamm. Währenddessen müsste auch gleich unsere super geile Mokka-Walnussrolle fertig sein. Ja. Oh, immer schön abschlagen. Mega steif ist das, wow. Endlich mal was Steifes. Und der Test, dass die Sahne auch super mega steif ist für euch. Ah, ich hab Angst. Kannst du hier so machen, wow. Dass du jetzt die Sehne so wieder magst. Ja. Das ist wirklich super. So steif habe ich das noch nicht gekriegt. Oh. Schnell runter mit dem Ding. Dana, jetzt brauchst du irgendwelche Handschuhe. Das ist ein bisschen sehr hot. Ja, warte, wo hab ich das? Ah, hier. Du bist ja super vorbereitet. Ja. Wow. So ist der Teig bei dir auch immer, oder? Ja. Na, ich hab natürlich einen richtigen Herd. Ja. Ich hab mal keinen richtigen Herd. Ich hab so einen Puppenbackofen. Aber da kriege ich alles mitgebacken. So, ich schätze, das muss jetzt abkühlen. Der ist auch ganz schön fest. Ja, das ist gut geworden. Mhm. Mach du mal einen Kaffee-Mosch-Ding auch. Nehmen wir mal an. Ah, Scheiße. Oh, warte. Mit Gefühl. So, wenn ich das Blech jetzt weg, warte mal. Das wird aber heiß sein, das Blech, nee, das oder? Das geht, das schon abgekühlt. Auf dem Weg. Einfach jetzt zusammenrollen. Ja. Gut. Die Größe kannst du selber bestimmen. Mhm. Je nachdem, wie weit es in den Mund passt nachher. Der sagt mir was von. Aber ich kann schon verstehen, warum das dein Lieblingsrezept ist. Schön mal bitte. Das muss jetzt abkühlen. Das muss wieder in den Keller rennen. Jeder Gang macht schlank. See you! So, jetzt bin ich mal gespannt, wann die Lilly wieder aus dem Keller kommt. Es wird ja höchste Zeit. Ach, hier bin ich wohl schon, Mann. Wow, es geht aber auch ziemlich weit oben. Ja, hier ist unsere Mokka-Walnussrolle von vorhin. Die war gerade im Keller. Ja. Abkühlen lassen. Naja, es hat jetzt so
20 Minuten gedauert. Ja. Dann werden wir jetzt auf unserer süßen Rolle die steif geschlagene Sahne verteilen. Mm. Ohne eine Platte, da hat man nichts. So, am besten so. Willst du das machen? Ja. Dann will ich die Hände versauen. Oh, das war mega steif, meine Güte. Schon eingefroren. Wie cremig. Zart. Du wirst gleich abheben, ja, wenn du das im Mund nimmst. Mit dem Schaber geht es natürlich viel leichter und schöner. Aber du machst es so filigran. I'm the queen of the cuisine. Ich stehe so freundlich. Ich probiere mal. Ah, komm, leck mal ab. Dein Rezept ist wirklich traumhaft. Und dann wieder zusammen, denke ich mal. Ja. Achso, diesmal ohne Papier, sonst wir wollen das Papier nicht mitessen. Willst du das mit? Es geht Esspapier. Und darf ich das machen? Ja, gerne. Ich bin ja auch nebenbei noch Friseurin und hab's im Gefühl. Und drehst jeden Tag Rollen. Oh nee, da kann ich nicht. Dann brechen die Haare ab. Macht mir auch heute nicht mehr. Doch, kommt wieder. Ja. Du, guck mal, bei dem Überschuss, der jetzt hier rauskommt. Meine Jüte, ist aber ein schönes geworden. Manche Dinge können gar nicht dick genug sein. Oh, das ist toll. Oh, das ist besser als bei mir zu Hause. Was soll ich dir sagen? Den Rest kannst du abschaben. Verzierst du die Torte noch? Mit die Rolle noch? Oder frisst du die so? Also schau mal bitte. Guckt mal, ja, wie toll das ist. Eigentlich packe ich sie noch im Kühlschrank, okay, dass sie ein bisschen fest wird. Okay, ja, das sollten wir auch tun und dann probieren. Ja, und dann schneiden wir die mal auf. Du wirst mal kosten. Oder willst du noch mal im Keller kühlen lassen, oder? Nee, also okay, sag mal, ich rufe da hier keine 20 Stufen. Also, ich hab Thrombose. So, meine Lieben, jetzt ist unsere Mokka-Walnuss-Rolle komplett fertig. Mit der Hilfe von Dania Regional, die mich super unterstützt hat. Gerne, Chérie. Ja, und der super Trick mit den Ei und den Eiweiß, den merke ich mir natürlich. Das habe ich noch nie gesehen. Und wir werden davon gleich etwas kosten. Du wirst dich bestimmt hoffentlich schon wahnsinnig drauf freuen. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Und ich freue mich wirklich schon drauf, das zu probieren. Weil ich muss jetzt mal langsam den Alkohol, den ich intus habe, wieder mit Essen ausgleichen. Ja, das mache ich auch immer. Was? Guck mal. Mm. Ist nicht geil gefüllt, prall gefüllt? In diesem Sinne, I see you, I feel you, fishy kissy. Eigentlich redet man mit vollem Mund nicht, aber Dana, ja, im Munde. Das ist wirklich köstlich. Das ist wirklich ein super Rezept von dir, Lilly. Schön, dass es dir gefällt. Kochst du es auch, bäckst du es mal nach? Unbedingt. Mhm. Man kann davon gar nicht genug bekommen. Nee. Aber Hausfrauen werden es bestimmt auch kaum erwarten.